Für mich ist es dieses wache Auge des Fotografen, der mit einem Bild eine ganze Geschichte zu erzählen hat. Die Bilder sind deswegen wichtig für die Pressefreiheit, weil Pressefotografen das drauf haben, Situationen, aber auch Menschen abzubilden und damit Dokumente zu schaffen. Das Schreiben ist das eine, aber das Dokumentieren mit einem Bild ist das andere und das ist wichtig für die Pressefreiheit. Der DJV Hessen überreicht die Feder für die Pressefreiheit als Zeichen für die Solidarität mit all den Kolleginnen und Kollegen, die in Ausübung ihres journalistischen Berufs also ungerechtfertigterweise inhaftiert worden sind. Ismail hat dort über den Kampf der Armee gegen Islamisten berichtet, aber auch über Menschenrechtsverletzungen gegenüber Zivilisten, die eben von beiden Seiten auch begangen werden, die dort wohnen. Und ihm wird vorgeworfen, zum einen die verbotene Muslimbruderschaft unterstützt zu haben und außerdem auch geheime Informationen über die ägyptischen Streitkräfte veröffentlicht zu haben. Und das ist ein typischer Vorwurf gegenüber missliebigen Journalisten von der Regierung in Ägypten. Vielen Dank, dass Sie auch mit dem Hiersein die Pressefreiheit unterstützen. Tun Sie das weiterhin? Werden Sie Mitglied bei Reporter ohne Grenzen oder beim DJV in Hessen, wenn Sie das machen möchten, wenn Sie journalistisch aktiv sind? Und auf jeden Fall verteidigen Sie die Pressefreiheit, wo und wie Sie können, auch wenn Sie nicht der Meinung desjenigen sind, den Sie verteidigen, unbedingt. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank und alles Gute an Ismail al-Iskandarani.